Dominik Einschnitt hier, willkommen zurück zu einer neuen Folge Who Am I? A.k.a. Wer bin ich? Mit Sebastian, Christian und meiner Wenigkeit. Servus. Und ja, heute ist es so, dass ich habe Christians Charakter gegeben. Christian, Sebastian, Sebastian, mein. Ja, fangen wir an, Seb. Bin ich real? Nee. Fuck. Cool. Weiter geht's. Immerhin, alles drin ist nicht. Schade. Schon wieder umgekehrt, dann ist Jay dran. Oh, wow, jetzt wird's richtig kompliziert. Oh. Okay. Bin ich männlich? Ich schon wieder so ein Neutrum-Scheiß. Alter. Sepp hat ja ausgesucht, da kann Sepp auch diese Frage beantworten. Warte mal. What the fuck? Also. Irgendwas wird mir gerade. Ich würde sagen, nein. Ah ja. Okay. Nicht ich, männlich. Cool, da bin ich ja schon dran. Wir sind alle an der Frage gescheitert. Wobei, warte. Doch, du bist männlich. Doch. Also, what the fuck? Hast du den Pimmel jetzt gefunden, oder was? Ja, genau. Du bist männlich. Okay, ich bin fiktiv. Ja. Ja, das ist... Hätte sein können. Okay. Ah, gut, dann mich kennt man aus dem Wegbild. Ja. Ich laufe, was denn? Du meintest, dich kennt man aus dem Bewegtbild. Meinst du da überwiegend oder, dass man dich daher als erstes kennt oder du da auch aufgetreten bist? So eine Verständnisfrage, bevor das nachher wieder zu Kommunikationsproblemen führt. Oder in die falsche Richtung geht, meinst du? Genau. Ja, ich würde, glaube ich, eher sagen, mich kennt man hauptsächlich aus dem Bewegtbild. Ich glaube, sonst ist es verwirrend. Dann würde ich nein sagen. Ja, aber hauptsächlich, also, ne, quasi so, du kommst komplett aus dem Bewegtbild, also so, ne, würde ich auch nicht sagen. Also mich, ich kenne diese Person eher aus dem Bewegtbild. Würde ich nicht sagen, nee. Okay. Da hat Sepp mehr Erfahrung. Hoffentlich. Okay, gucken wir mal. Ich bin männlich. Ja. Geil. Oder Jonathan, möchtest du da auch nochmal... Nee. Bei mir ist das relativ einfach und eindeutig. Okay. Nee. Auch nicht drin. Schade. Ich bin fiktiv. Yes. Ich habe ein Geschlecht. Ja. Ich bin männlich. Ja. Ich bin menschlich. Würde sagen, nein. Nein. Homer Simpson würde ich sagen, ist Christian, menschlich, aber... Das muss Christian sagen. Ist halt... Also... Das... Okay, wir müssen... Ja, würde ich... Genau das sage ich auch. Ja, keine Ahnung. Ist die Frage, ob Zwerge auch vermenschlicht sind. Das macht keinen Sinn. Nee. Weil Zwerge sind doch Menschen, ist kein oder? Mensch. Zwergen sind doch keine Menschen. Ja, menschlich halt. Okay, gebt mir eure Antwort. Okay, die Frage ist, bist du menschlich? Nein. Das war deine Frage. Bin ich menschlich, ja. Nee. Also okay. Ist kein Mensch. Merke schon, wir haben wieder Top-Character genommen, wo man alles ganz genau nicht diskutieren muss. Ist nicht menschlich. Warte mal, dann bin ich, ne? Geil. Ja. Okay, ja, dann kenne ich mich aus irgendeinem gedruckten Scheiß.
Nee. Was ist denn irgendein gedruckter? Ja, Bücher, Comics. Bücher, war Bücher hat Jonathan ja nicht gelesen, also nee. Moment, was gibt's denn dann noch? Tja. The fuck? Das weiß ich auch nicht. Achso, ich bin ja dran. Bei Real hatte ich ja, also bin ich fiktiv. Ja. Ja, also muss man ja fragen. Okay, männlich, fiktiv. Man kennt mich hauptsächlich aus dem Bewegtbild. Ja. Okay. Ja. Doch. Ja, aber ich bin ja fiktiv. Dann ist die Frage, was für ein Bewegtbild? Ich gehe mal, man kennt mich hauptsächlich aus dem Bewegtbild bzw. Videospiel. Nee. Dammit. Kein Videospiel. Mich findet man im Bewegtbild. Ja, warte mal, bist du? Ja. Ich komme in Videospielen vor. Ja. Ich bin quasi auch in den Videospielen entstanden. Ich glaube schon. Also ich komme aus dem Bereich Videospiele. So wie Lara Croft, die kommt aus Videospielen und nicht aus dem. Okay. Das heißt, ich bin Videospiel. Ja, das ist ja das ist schon mal gut. Ich bin ein Nintendo-Charakter. Ja. Fiktiv. Bin kein Mensch. Aber. Vielleicht menschenähnlich. Nintendo. Ich gehöre zum Mario-Universum. Nee. Okay. Also noch was für mich zu verständlich, ja. Verständnis, ja? Mhm. Ja. Also. Man kennt mich nicht hauptsächlich aus dem Bewegtbild und es gibt keine Bücher und Comics von mir. Ja? Man kennt dich nicht hauptsächlich aus Büchern und Comics, das ist richtig. Ach so, man kennt mich nicht hauptsächlich. Ja, das haben wir doch vorhin gesagt. Okay. Alles also klar, so gut. Deshalb haben wir ja nochmal zurückgerudert, als wir erst Ja gesagt haben. Und dann habe ich ja nochmal nachgefragt, ob du meinst, so als erstes, der erste Kontakt und überwiegender Kontakt ist nicht unbedingt Bewegtbild. Ja. Aber es gibt Bücher und oder / Comics. Also es gibt was davon mit mir. Von was? Es gibt was Gedrucktes von mir. Ja. Und es gibt auch schon. Ein Bewegtbild von mir. Ja. Ja. Okay. Aber man kennt mich da nicht hauptsächlich her. Okay, alles klar. Das heißt, es gibt, man sieht's entweder mit Bewegtbild oder mit gedrucktem Scheiß oder man fühlt etwas oder man hört etwas. Das heißt, fuck. Jonathan ist krass unterwegs. Irgendwoher hauptsächlich. Ja, aber woher soll man es denn sonst kennen? Ja, wenn du nicht Bücher und kein Bewegtbild siehst und es fiktiv ist, muss es aus irgendwelchen Hörspiel-Scheiß kommen oder sowas. Du bist deswegen was krass auf der deswegen sage ich, man kennt mich hauptsächlich aus dem Auditiven. Ja. Ja. Aha! Detective Jay ermittelt. Okay, das bedeutet, das ist irgendein. Ich sag mal so, das ist für Kinder, die. Ja. Das. Ja. Meine das Person Kinder ist ansprechen. Für Kinder. Soll Kinder ansprechen. Alles klar. Oh mein Gott. Okay, ja, wunderbar. Du hattest eine gute Kindheit, Jay. Okay, ich also bin männlich. Und ich bin fiktiv. Ich bin ein Tier. Ja. Ja. Gut. Da gibt's ja gar nicht so viel, oder? Gibt's da viel? Fällt jetzt gerade spontan nicht sonderlich viel ein.
Ah, doch, 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 es gibt ganz... Hä, nee, Moment, das ist aber dann eher wieder bewegt. Moment, was hört man denn? Was hat man früher gehört? Boah, also... Kann ja auch sein, dass es erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Also, ne? Die Frage war ja, wo ich es her hauptsächlich kenne. Und das ist Hörspiel. Das heißt, ich muss es also als Kind gehört haben. Ja, vielleicht hörst du ja noch Kindersachen später. Ja, nee, am Arsch. Ich sag mal so, ich lebe im Zoo. Ja. Ja. Im Neustädter Zoo. Ja. Ja. Okay, mein bester Freund ist Otto. Ja. Ja, das hat mir Benjamin Blümchen gegeben. Ja. Nein, wie gut er da jetzt drauf kam. Und ich musste, ohne Scheiß, ich habe selbst noch nicht gelesen. Ich musste wieder wechseln. Ich hatte erst Bibi Blocksberg da stehen. Oh, wirklich? Ich fucking Benjamin Blümchen. Und ich denke, okay, nicht. Okay, nein. Ich fand das ja super wunderbar. Schwer, weil Hörspiel und so hatten wir, glaube ich, noch nie. Und ja, aber das ist die einzige Möglichkeit. Also smart viel mehr kombiniert. Blieb ja nicht mehr übrig. Ja, also auf jeden Fall. Aber starke Runde. Ja, ja. Nice. Nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob ich auf Hörspiel so schnell gekommen wäre bei mir. Aber Jay? Ja, sehr, cool. Sehr gut. Ja, ich bin noch sehr am Anfang. Wir waren nämlich im Bewegtbild unterwegs und haben festgestellt, das sind nicht die Videospiele. Dann würde ich einfach mal Richtung Serie gehen. Man kennt mich aus Serien. Ja. Also, und damit meine ich, also da, ja, wobei wir waren ja eben Bewegtbild. Ja, Serien gibt es ja so ein, zwei. Die Serie, aus der man mich, ist jetzt die Frage, aus der man mich hauptsächlich kennt, die läuft noch. Nee. Nee. Hätte noch abgeschlossen fragen sollen, weil das wäre viel wahrscheinlicher, aber hey. Was? Kann ja auch gerade noch laufen. Ich, wer hat mich gegeben? Christian, ne? Ja. Aus dem Nintendo-Universum, da gibt's Mario, es gibt sowas wie Sonic, oh nee. Ich komme aus dem Pokémon-Universum. Nee. Ach, Scheiße. Nee. Nix Pokémon. Serie ist abgeschlossen. Oh, warte mal. Wir suchen ja die... Moment, darf ich diese Frage überhaupt stellen? Doch, wir suchen ja eine fiktive Figur. Ja, das ist richtig. Die fiktive Figur wird aber geschauspielert. Ja. Ja. Aha, immerhin. Kannst du gerne nach der Person fragen, die kann ich dir auch gerne, Wenn du die genau findest. Also, die finde ich. Nee, Christian. Also, wenn er also wenn du das willst. Ach du Scheiße. Und, ne, ja, aber bisher waren die Fragen ja alle zu dem fiktiven Charakter. Deswegen ja, ja, ja. Halt überlegen, die Serie ist abgeschlossen. Möchte auch das war, die Serie Charakter war auch eine Realverfilmung. Ja. Also, ja. Okay. In der Serie ging es um Drogen und deren Herstellung. Nein. Schade. Keine Drogen. Keine Drogen für dich, Christian. Also dich hauptsächlich. Ich bin der Hauptcharakter in meinem Videospiel. Ja. Würde ich schon sagen. Also vielleicht habe ich einen anderen Gastauftritte als Zeitcharakter, so wie Smash oder so, aber in meiner Serie bin ich der Hauptcharakter. Ich frage mich, sind in Smash nicht alle Charaktere mittlerweile drin? Ich weiß es nicht. Auch, aber sind da nicht auch alle Hauptcharaktere? Weil alle gleich sehen? Könnte auch sein, ja. Also ist entweder das sind alle Nebencharaktere oder alle Hauptcharaktere, also keine Ahnung. Link wäre menschlich, hätte ich jetzt gesagt. Es gibt mehrere Teile
von meiner Reihe? Mhm. Ja. Mehrere Teile. Gibt es ein Spiel mit mir auf der also ein Hauptspiel mit mir auf der Switch? Also jetzt nicht Smash? Ja. Es gibt ein Spiel auf der Switch. Das ist wahrscheinlich das größte Crap-Game. Was kann man denn noch fragen? Ist es ein Open-World-Spiel? Ja. Ja. Ist das im Zelda-Universum? Ja. Ja. Gesundheit. Wow. Uff. Oh, ich muss ja erst mal kurz ein bisschen weggehen vorhin. Männlich aus Zelda. Bin ich Link? Yes. Ja. Ist Link nicht menschlich? Nein, was ist er? Link ist aus Hylia. Er ist Hylianer. Deswegen meine ich, Zwerg ist auch nicht Mensch. Ach, das ist eher Elf. Okay, da war ich mir nicht so sicher, ob das... Ja. Okay. Oder Legolas, ich wollte nicht den Namen Elf nennen. Nee, ist ja okay. Zu näher an Link rankommen. Ich wusste nicht, dass... Alter, wie schnell ist das heute? Jetzt bist du dran. Ja, gucken wir mal. Es gibt ein paar abgeschlossene Serien. Was? Die Serie, in der ich mitspiele... boah, nee, Moment, ich darf nicht verneinen. Richtet sich an Jugendliche aufwärts vom Alter. Ja. Okay, also eher, eher älter, keine Kinderserie, meinst du? Ja, ja, genau, aber ich darf ja nicht sagen, ist keine Kinderserie. Was ist denn keine Ja, genau, ist eher So darf ich ja nicht fragen. Die Serie ist schon komplett abgeschlossen. Was ist denn für dich jugendlich? Weiß ich nicht. Also ab welchem Jahr? Ist das ab 12 oder ist ab 16 für dich jugendlich? Ab 16 wäre für mich jugendlich. Ja, okay, dann ja. Sonst wäre es erwachsen. Ja. Ja, aber Jugend ist doch 12. Nee, ich hätte auch 14, 16 gesagt. Ich stamme einer Comedy-Serie. Nee. Nee. Nicht so lustig. Na doch. Also... Bluternst. Der Schauspieler, der mich spielt, ist über 30. Ja. Der ist über 40. Das muss ich rechnen? Ja. Aber der ist unter 50. Ja. Also zwischen 40 und 50. Ah, okay, also dann ist er zumindest nicht schon mal trotzdem krass. Schauspieler ist Amerikaner? Nee. Wobei, ich kann jetzt frei darauf fragen, obwohl ich einen nee kriege. Du kannst es frei fragen. Er ist Kanadier. Nee. Oh shit. Ich weiß auch nicht, ob ich bei den Schauspieler gehen würde. Ja, gut, das ist. Christian traue ich dazu. Ja, aber ich glaube, die Serie wäre einfach. Ja, das stimmt wohl. Ist eine Marvel-Serie? Nee. Nee. Größer. Zum Glück. Bitte was? Was ist denn größer als Marvel, bitte? Bei Serien? Also, Star Wars. Nee, bei Serien? Also, wow. Nicht bei Filmen. Ja, bei Serien schon. Ja, okay. Also bei Serien, wollte gerade sagen, so Marvel, also da gibt's nicht mehr viel, was drüber ist. Ja, halt bei Serien sind wir. Ist immer noch Geschmackssache. Ach so, warte mal. Die Serie ist abgeschlossen. Hat die Serie mehr als 7 Staffeln?
Ja. Okay. Ja, ich muss erstmal die Serie aufmalen. Ich würde sagen, die Serie hat mehr als 7 Staffeln. Ja. 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 Jein. Ah, ist Game of Thrones. Hm, was? Vielleicht. Tja, wer bin ich denn da? Achso, warte mal, ich suche überhaupt nicht einen Schauspieler, stimmt. Das stimmt. Den wirst du auch, glaube ich, nicht so leicht herausfinden können. Achso, du kennst die alle mit Namen. Also unter 50, aber über 40 ist trotzdem. Gehöre ich zum Hause Stark? Ja. Und wenn du schon sagst, ich kenne den Schauspieler wahrscheinlich nicht, dann wird es nicht Papa Stark sein. Sondern. Bin ich Rob? Nein. Hm. Wobei, der ist auch zu jung. Wer ist denn was älter? Also über 40. Warte mal, bei den Starks. Ja, wobei, wir können ja mal. Hat mein Schauspieler mal bei Herr der Ringe mitgespielt? Nein. Also, warte mal. Also, vielleicht Ork 347. Ich gucke nach. Vielleicht war der ein Uruk-Hai-Hai oder so eine Scheiße. Warte, nein. Hat er nicht. Oh mein Gott. Die Filmografie ist auch nicht so ewig lang. Ja. Wer ist denn schon so alt von den Starks außer? Wenn er aber nicht Kids. Der ist auch noch nicht über 40. Also wir können mal durchgehen. Kit Harington kann es nicht sein, der ist nicht über 40. Rob, der ist eigentlich auch noch nicht so alt, der Schauspieler. Also, aber der ist ja sowieso schon nein gesagt worden. Bran? Ja, Bran ist, glaube ich, über 40. brauchen wir nicht. Ansonsten bei den Mädels brauchen wir ja auch nicht fragen, wir sind ja männlich. Welchen Star gab es denn da noch? Du hast gefragt nach dem Haus, ne? Überlebe ich diese Serie? Ja. Nein. Nein. Ach, natürlich nicht. Hä? Du hast gefragt, ob ich aus dem Hause Stark bin. Nicht, ob du ein Stark bist. Ja, aber also ist mein Schauspieler Kit Harington? Nein. Nein. Muss nicht mit Nachnamen Stark heißen, um zum Haus zu gehören. Ja, ich weiß, aber das Problem ist. Wer ist denn da? Also, ich bin kein geborener Stark. Nee, Moment, nein. Das ist eine Verneinungsfrage. Scheiße. Ach so. Ich bin angeheiratet. Nee. Nee, du bist auch nicht geheiratet. Oh Gott, da kann ja bei Männern eigentlich. Wobei doch. Nee, bei Männern kann es eigentlich nicht. Wie gesagt, du heißt mit Nachnamen nicht Stark. Ja, genau. Ich bin aus dem Hause Stark. Nee, Moment, ja. Ich bin kein Geborener. Nee, Moment. Ich heiße also am. Du gehörst zum Haus Stark. Ich heiße später, genau, aber ich heiße anders. Ja. Ja, du heißt. Ja. Und ich bin einer der Hauptfiguren. Also, Hauptfiguren ist bei Game of Thrones aber immer schwierig. Da gibt es Tausende. Oder
Gibt nicht viele Hauptfiguren bei Game of Thrones. Also ich bin halt richtig, nur noch... Richtig, also ich weniger, um genau zu sein. Kommt ja, auch gut, auf aber die Staffel ja, an. Ja, gut, aber der ist ja auch schon tot, weißt du, und die wechseln ja auch, genau. Ja, gut, auch wenn du lebst halt, heißt es nicht, dass du... Also ich glaube, selbst Daenerys ist in der ersten Staffel beispielsweise Nebencharakter. Ja, in der ersten... wobei... Also, ja, also es ist halt krass. Also, dieses... also da würde ich nicht nachgehen. Nee, die haben einfach zu viel Handlungsstränge. Das Problem ist, ich weiß nicht, wer noch quasi von den Starks ist, aber nicht mehr Stark heißt, weil der jetzt irgendwo anders ist. Naja... komme ich schon in Staffel 1 vor? Ja. Ja. Dann musst du ja, da zeigen die alle. Ich bin in Staffel 1 da am Anfang auch bei der Burg... Also ich bei denke schon. Ich glaube auch. Sein. Müsste echt? Ziemlich sicher so sein. Ja. Ja. Ich glaube, dich kennt man auch aus der ersten Folge sogar direkt. Kann ich aber nochmal in Erfahrung bringen. Muss ich kurz aber suchen. Und zwar kommst du vor in... Wer ist der? Oh mein Gott. Also ich stehe so am Schlauch. Warte mal, wie viel Zeit habe ich? Das gut, ein bisschen aber noch. Also den Schauspieler kenne ich dann auf keinen Fall. Mir fällt der fiktive Charakter ja schon nicht ein. Und ich komme auch gerade nicht auf Ned Stark. Wie hieß der denn nochmal, verdammte Scheiße? Das ist der, wie Sean gesagt, der hat... Sean Bean, ja, danke. Nee, die Namen von den anderen Schauspielern kenne ich alle nicht. Wer ist denn am... Ein geborener Stark. Kommst in 5 der. Nehmen LOL, der ist doch kommst, jünger. Ich glaube, du kommst in 5 von 10 Folgen aus der ersten Staffel vor. Echt? Ja, wenn ich das bin richtig ich, verstanden habe. Also, ich bin ein Bastard. Nee. Nein. Auch nicht? Nee. Nein. Also, nicht, dass ich. Also, unbekannt, wenn dem so wäre. Aber nein, eigentlich bist du keiner. Den ersten Folgen vor, bin aber schon alt. Ich bin wie gesagt, aber nicht, also das Haus besteht nicht nur aus der Familie. Ja, aber ich bin ja geborener Stark. Nee, nein. Nicht. Das haben wir 5-mal schon gesagt. Wir haben immer gesagt, dein Nachname ist nicht Stark, du kommst nur aus dem, also du gehörst zu dem Hause Stark. Du bist aber kein Familienmitglied. Du gehörst zu den Häusern, wenn du entweder quasi geboren bist oder angeheiratet bist? Also nee, hätte ich nicht gesagt. Gibt ja auch der zugehörige Menschen. Der Maester von Haus Stark aus Winterfell gehört auch zum Hause Stark. Ich ist aber gesagt. Kein Stark. Ah. Der knappe 65 aus dem Stall im Hause Stark ist ein Stark. Also ist aus dem Haus Stark, nicht ist ein Stark. Der Koch aus Winterfell ist aus dem Haus Stark. Verliere ich im Laufe der Serie meine Genitalien? Nein. Nee. Also nicht, dass wir wüssten. Nicht im Laufe der Serie. Hätte ja sein können. Oder dann, wer ist denn dann noch unterwegs im fucking Winterfell? Vor allen Dingen auch noch am Anfang, der aber auch mit der Familie so direkt nichts zu tun hat. Aber trotzdem da einfach wohnt. Ich wohne da in Winterfell am Anfang. Ja. Ja. Okay. Da gibt es doch nur noch, also der alte Opa. Ich hab noch einen Charakter, der mit einem aus der Familie sehr viel zu tun hat. Ich bin gerade, bin ich Hodor? Ja! Du bist Hodor! Oh mein Gott. Alter, den habe ich ja völlig vergessen. Ja! Du bist Hodor! Ah. Oh mein Gott. Hättest du mal nach dem Nachnamen gefragt, hätte ich sagen der können, ist ja auch den da. Gibt's nicht. Der hat gar keinen. Naja, der wird nur als Willis bezeichnet. Krass. Wenn Hodor. Ich hätte völlig vergessen, dass der auch in Winterfell am Anfang ist schon und nicht erst... Oh Gott. Christian Nern, ja, der war ja auf der Gamescom und war nicht so erfreut, oder? Nee, bei irgendeiner... Der war nicht so erfreut auf jeden Fall, dass plötzlich Erik neben ihm Autogramme gegeben hat. No. Leute, er war auf der Gamescom, oder was?
Der war auf. Oder war es bei der. Irgendwo nee, ich glaube bei der CCXP oder wie heißt das Ding jetzt? Bei irgendeiner Messe oder so war das. Das ist aber blöd, wenn dann halt alle bei Erik anstehen, der das umsonst macht und er wahrscheinlich dafür 20 haben möchte. Das war, glaube ich, genau das, was ihn angepisst hat. Und er hat gedacht, ja, Erik kriegt für jeden 20 und war einfach so maximal angepuppt, dass da 1000 Leute stehen. Schade, Schokolade, sag ich mal. Nein. Ja, nee, ach so, ja gut. Ja, ich hatte kurz gedacht, hier von Ramsay Bolton, der schnibbelt ja gegen... Ja, ja. Grey, dem Greyjoy, genau. Wie heißt der nochmal? Theon, ja. Genau. Ja, ich sehe gerade den Cast von Game of Thrones, also mit Haupt... Das wäre Christian, der ist sogar Christian. Ja, also... Aber den wirst du nicht, also wie gesagt, naja. Ja, das soll wieder eine Folge, wer bin ich? Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Tschüss.